Es ist wieder Startzeit in diesem Jahr. Die regionale Plattform für Aus- und Weiterbildung hatte ein erfolgreiches Jahr hinter sich und startete in Fürstenwalde ins neue Jahr. Am Oberstufenzentrum Palmnicken bei Fürstenwalde trafen sich über 100 Aussteller und fast rekordverdächtig viel Besucher. Die jungen Leute, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, haben auf der Messe eine große Auswahl und direkten Kontakt mit den Ausbildungsbetrieben. Information quasi aus erster Hand. Dabei auch das große medizinische Labor in Ostbrandenburg, die IMD. Wir sind besonders ein Beruf, wenn jemand gerne medizinisch arbeitet, aber vielleicht nicht unbedingt am Patienten arbeiten möchte. Dann ist er bei uns im Labor gut, weil wir haben nicht den direkten Patientenkontakt, aber wir arbeiten ganz viel für den Patienten, denn zu 60% trägt unsere Labordiagnose dazu bei, eine gesicherte Diagnose, dass der Arzt eine sicherte Diagnose finden kann. Die Vielzahl an Unternehmen und die Angebote für eine Ausbildung sind so groß wie nie zuvor. Doch auf dieser Messe sind auch Angebote für die etwas Älteren, denn Startzeit ist auch eine Karrieremesse. Mut für einen beruflichen Neuanfang sollte man schon haben, doch die Möglichkeiten sind groß. Auch der neue Landrat ist von den Angeboten beeindruckt. Es sind sehr viele Besucherinnen und Besucher hier, viele interessante Firmen, auch hochspezialisierte Firmen aus unserem Landkreis, wo man manchmal gar nicht ahnt, dass es so etwas im Landkreis gibt. Und ich hoffe, dass viele junge Menschen hier ihren Traumberuf finden und einen Arbeitgeber, bei dem sie dann später auch gut Geld verdienen können. Was auffällt, ist das Interesse der Mädchen und Frauen an vermeintlich Männerberufen. Diese junge Dame interessiert sich für den Beruf des Fluggerätemechanikers. Und Lilly übt schon mal am Schraubstock Gewinde schneiden. Spaß gemacht? Ja. Fest. Macht dir noch Spaß, ne? Gesucht werden auch Nachwuchskräfte bei der Bundeswehr oder der Polizei. Nico Schulze ist bereits im dualen Studium im gehobenen Polizeidienst. Ich arbeite unglaublich gern mit Menschen zusammen, mit Menschen aller Art und finde es einfach toll, unterstützend beizutragen und mich positiv auch einbringen zu können. Der Zuwachs an migrantischen Jugendlichen, die Interesse an einer Ausbildung haben, ist in den letzten Jahren auch gewachsen. Viele verlassen die Schulen und müssen sich nun beruflich orientieren. Auch in sehr jungen Jahren scheint der berufliche Weg schon festzustehen. Julia spielt zwar gern im Sandkasten, so ihre Mutter, doch als Baggerführerin macht sie schon mal gute Erfahrungen. Baggert halt nicht wirklich, aber sie nimmt halt immer die Schaufel, um im Sand zu spielen. Nächste Mutter schenkt euch einen Bagger. Eine kleinere Variante erstmal, wo sie sich raufsetzen kann. Es gibt zwar große Unternehmen in der Region wie ArcelorMittal oder Tesla, doch der überwiegende Teil der Wirtschaft ist mittelständig. Und diese suchen ständig neue Mitarbeiter, als Azubi oder Quereinsteiger, der eine neue Karriere beginnen möchte. Startzeit zeigt mal wieder auf, wie vielfältig die Region ist und dass man in Ostbrandenburg eine gute berufliche Zukunft haben kann.